Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Ja, hallöle. Ich bin's, der Black. Und ja, momentan muss ich immer noch gegen Dü und gegen Dingens kämpfen. Und ja, ich bin immer noch am Verlieren. Aber wenigstens habe ich Dü ein bisschen was weggekriegt. Jetzt gilt es natürlich daran, den Geo mal ein bisschen in die Schranken zu weisen. Weil der ist schlimm. Ja, gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat er sogar extra gesagt, damit er mich nochmal angreifen kann. Weil jetzt bin ich wieder momentan wirklich der Schwächste. Oder ich glaube, das war ich die ganze Zeit, glaube ich. Ich glaube eher, dass Black jetzt der Schwächere von euch ist. Ja, ich glaube, der hat nur noch sein Hauptgebiet, ne? Der hat nur noch sein Hauptgebiet. Ja. Hoch mit euch, ihr faulen Säcke! Alles andere ist gefallen. Hier ist noch ein... Er hat noch eine zweite Festung gebaut zur Vorsicht. Noch ein, wie heißt das denn jetzt noch? Schlachthaus und Mordor halt noch. Wieder ein Balrog, wieder ein. Das gibt's nicht. Das verstehe ich nicht. Das will mir nicht gekommen, dass er jetzt wieder auf dich geht. Ja. Geo geht auch auf dich jetzt. Ja? Dann ist Ende. Ja, dann ist es vorbei. Oder warte, warte. Na, wobei er rennt ja wahrscheinlich eher der. Nee, das ist ja Black, der da mit seiner Armee kommt. Jetzt zieht Geo Bongos wieder in eine andere Richtung. Ja, was will er denn jetzt? Eben sah es aus, als würde er diesen schmalen Gang wählen. Jetzt rennt er wieder in die Mitte. Ja, ich muss mich ganz weit zurückziehen. Kann ich fair nichts sagen, ne? Aber Das sieht nicht gut aus. Ja. Der jetzt bin ich ganz schön zurückgedrängt. Dafür wird Black auch jetzt gerade sein Gebiet angegriffen. Ja. Dann ist es eben so. Ja, der Balrog, der haut mir halt richtig einen rein. Der ist gleich weg. Kein Erbarmen. Und weg ist er. Aber er hat wieder zwei Riesen. Ja. Na, jetzt ist meine Festung auch schon wieder platt, Alter. Die neuen Wagreiter sind da. Heilung, ihr Schnecken! Nichts hier raus hier! Das geht schon! Schnappt euch den da! Angriff abbrechen! Also Blacks Strategie verstehe ich nicht ganz so, wenn ich... Nee. Ich für meinen Teil muss halt sagen, ich wollte mich eigentlich auch nur wirklich die ganze Zeit halt ein Stück weit aufbauen. Dass ich das natürlich nur auf seiner Seite machen kann, ist natürlich halt auch klar. Ja, und jetzt kommt Geo morgen gut über den schmalen Pass oben. Bei mir? Das, was ich vermutet habe. Bei dir. Doch, bei mir. Ja, ich denke, der greift Black gerade an. Nein, er hat sich zurückgezogen und geht jetzt auf dich drauf. Er hat mit Sicherheit... Okay, ja gut, das ist halt so. Irgendwann muss halt jemand verlieren. Das ist halt einfach so. Ja klar, der hat sich natürlich die ganze Festung, weil er überall den Elfenbeinturm hat. Ja klar, der hat halt, ja klar. Guckt, okay, du bist fast weg, es holt sich noch ein bisschen was bei dir raus. Ja. Was denn jetzt? Jetzt zieht er sich da oben wieder zurück. Eine neue Macht erhebt sich. Schluss mit dem Gequatsche. Bolzen einlegen. Kann ich mit meinem Baumeister nach rechts oben hin und dort eine Festung aufbauen? Geht das? Ja, kannst du, im Moment ja. Das Auge beobachtet uns! Du schickst gerade beide Baumeister dahin. Ne, einen schicke ich nur nach rechts oben. Aha. Eigentlich, oder? Nee. Ja, nee, der eine hat sich auch gerade in die Richtung bewegt, aber. Wir haben viel zu tun! Der Feind greift uns an! Zurück zum Lager! Was sollen wir sonst noch bauen? Niemand kann uns trotzen. Was sollen wir sonst noch bauen? Dein Baumeister steht hier rum. Ja, ich weiß schon. Ich hab jetzt die. Jetzt habe ich mittlerweile das Gold dafür. Okay. Gut.
gut, wichtig wäre für mich halt eigentlich, also gewinnen kann ich das sowieso nicht mehr, das war mir von vornherein eigentlich auch klar. Wichtig wäre, glaube ich, jetzt noch vielleicht den zweiten Platz halt zu erreichen, das wäre mir noch ganz wichtig. Dann aber auch nur beim Black nicht in Ruhe lassen, der baut gerade die dritte Festung. Schon wieder? Ah, da kommt der nächste Landwurm. Ja, es ist halt echt crazy. Hier Mongo wollte jetzt auf Black. Black hat jetzt seinen Wächter davor gesetzt und zieht sich komplett zurück. Ja, ich sehe jetzt auch nichts mehr. Das Auge beobachtet uns. Ich bleib außerhalb des Wächterkreises oder umgehen leicht südlich darum und dann greife ich Black an. Also das verstehe ich nicht. Die neuen Wagreiter sind da. Jetzt peilt er dich an. Wer? Peilt er den Black an? Ja, was denn jetzt? Drei Riesen auf dich. Drei Riesen auf mich? Von unten? Ja, ja. Okay, was soll ich halt als dagegen machen, ne? Du bist so machtlos. Okay, wobei, da kommt gerade noch die Armee der Toten, das ist gut. Eine neue Macht erhebt sich. Arbeiter! Ihr wisst, was zu tun ist! Ich habe ja nicht mal Fähigkeiten, oder? Das ist ja nervig. Aber 31% noch. Ja, genau. Er greift jetzt Black direkt an. Ja, jetzt greift er direkt Black an. Okay. Dann werde ich auch nochmal mit meiner kleinen Armee dann nochmal langlaufen. Unausgestattet, ohne irgendwas. Oh Mann. Der Wille ist erzählt, ne? Ja, genau, richtig. Steht hinten irgendwas? Kannst du mir auch voran hier? Nee, steht nix. Komme ich ja relativ weit. Das Gebäude ist fertig. Macht euch wieder an die Arbeit. Macht dich nützlich. Machen wir uns auf die Jagd. Ist hier irgendwo was ich zerstören kann, was ich hinbekomme? Ich würde nicht zu weit laufen, da kommst du in eine Festung. Ja, ich weiß schon. Kann ich irgendwas zerstören? Ich hab nur wieder, also. Kannst du nicht. Warte mal, mach mal Palandier. Weil da ist die Armee der Toten in seinem Lager, dass die Armee von Geo Mongo. Der hat aber auch nicht mehr, oder? Kann das sein? Black ist gleich weg. Ja, der ist auch gleich weg, ja, das stimmt. Unsere Zeit ist gekommen. Schluss mit dem Gequatsche! Feuer frei! Feuert! Tja, dann gehe ich hier noch auch nochmal rein. So, jetzt kommt hier wirklich meine Belagerungswerke, die kommen hier hin. Ne? Einfach um den Black zu killen. Ne? So einfach ist es, ne? So, ich werde das dann auch aufgeben, das Spiel danach. Beziehungsweise gut, kannst du auch kurz noch weiterlaufen lassen, der killt mich dann sowieso. Hä? Der hat hier noch eine zweite Festung gesagt, wann steht hier noch die zweite Festung, oder? Lol, ja, die habe ich gar nicht gesehen, die Festung. Na toll, die Festung habe ich gar nicht gesehen. Scheiße, ey. Der Sieg ist nah. Ich weiß, ich weiß. Ihr wisst, was zu tun ist. Hoch mit euch, ihr faulen Säcke. Baut! Macht der Wächter eigentlich auch Schaden auf die Festung? Weniger. Wenig, ne? Wächter ist Einheitenkeller. Ja. Ist wie mit Erdbeben und Armee der Toten. Ja. Erdbeben halt Gebäudekeller, Armee der Toten halt Einheitenkeller. Mach dich nützlich! Komm zu mir, meine Diener! Das war's für Black. Ja. Ah ja, jetzt sind die Einheiten auch weg. Also die Einheitenproduktion ist weg.
Oben hin kann er sich auch nicht mehr zurückziehen. Naja, wie gesagt, selber schuld, muss man so sagen, ist halt so, ne? Ist so. Muss ich ganz sagen, was ich gesehen habe, hat er selbst schuld. Ja, ist halt wirklich in jedem Spiel ist es halt so. In dem Fall habe ich Glück gehabt, weil da wirklich gerade noch der andere halt sehr, sehr stark war, also Geo. Und ja, das, ja, wie gesagt, ob jetzt, wie gesagt, wir hatten das ja schon mal besprochen, ob da jetzt was im Hintergrund ist oder nicht. Es sieht aber eigentlich alles recht normal aus, ne? Ja, aber dann halt auf jeden Fall Glückwunsch. Also hier kann ich halt, achso, ich habe keinen Paladin mehr. Super. Aber ich kann hier nochmal eine Fähigkeit hier, kann ich sogar nochmal hier, zack. Aber die bringen einem nichts. Zum Beispiel von den Fähigkeiten her finde ich Isengard zum Beispiel auch nicht so stark. Muss ganz ehrlich sagen, ich finde Isengard eigentlich gar nicht so schlecht. Du musst nur wissen, wie du die Fähigkeiten setzen musst. Dann weiß ich es schon mal nicht. Mit Verwüsten, den Trupp kannst du komplett festhalten und wenn du dann den Feuerschlag vom Drachen in die Einheiten reinballerst, zum Beispiel sind die Einheiten komplett weg und du kannst durchlaufen. Gut, zurück an die Arbeit. Das neue Gebäude ist fertig. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Achso, okay. Ich dachte, wir sind fertig. Bei Black sieht's wirklich schlecht aus, ne? Der hat gar nichts mehr stehen. Nur noch seine beiden Festungen. Ja. Und Eingang. Ja. Okay, er baut hier allerdings schon wieder zumindest eine Grube, versucht er hier auszuheben nochmal. Ja, weil Geomongo sich gerade wirklich schwer tut. Ja? Er verfolgt seine, wer sind denn jetzt noch? Baumeister geht ganz in den Süden, anstatt seine Festung einfach mal knallhart anzugreifen. Mach dich nützlich! Ja. Ach, du kriegst auch jetzt gerade einen auf die Fresse. Wo das denn? Mitten in deinem Lager. Na gut, aber es sind ja nur spawnbare Einheiten, ne? Ja, ja, nur das Problem ist, wenn er das Gebäude jetzt da wegnimmt, dann war es das, glaube ich, noch eine Festung. Nee, alles im grünen Bereich dahingehend. Das ist gut. Ich habe mich hier oben schon wieder gut aufgebaut. Hä, was machen die? Oh, was habe ich denn mit der Balliste dort gemacht? Hä, was hat die denn gemacht? Hä, die ist... Das war ja richtig schlecht. Ja, lange bleiben die Reiter ja auch nicht mehr. Arbeiter! Schaff die Balliste hier weg! Wir brauchen Platz! Baut! Bereit machen! Auf sie! Schluss mit dem Gequatsche! Zielen! Einer der Schmelzhöfen wird angegriffen! Sie überrennen uns! Was sind die spawnbaren Einheiten nicht bald mal weg, Mann? Mach dich nützlich! Und zwar jetzt. Hä, warum geht meine Balliste schon wieder dort rein? Hä, ich check das nicht. Hä? Was ist das denn für ein Bullshit, Alter? Hast du einen Wegpunkt gesetzt? Eigentlich nicht. Nee, ich befehlige die ja dann automatisch. Ah, oh, ist ja ein Bullshit, Alter. Er baut sich gerade wieder auf, ne? Ja, der Black baut sich gerade wieder auf, ja, das ist echt heftig. Aufpassen, du. Na gut, der hat auch 29.000 Rohstoffe, ne? Ja, ich habe halt gar nichts. Ich habe halt wirklich gar nichts. Geobaum baut 134.000. Na gut, der hat ja auch die Hälfte der Karte halt, ne? Das geht ja auch schon seit einer Stunde. Ja. Und schon wieder. Er baut Einheiten, rüstet sie auf und geht sofort auf dich drauf. Der war nice. Und jetzt kommt Geomongo bei ihm an.
Ja, kommt an. Jo, Erdbeben rein. Jawoll, endlich! Wie gesagt, man muss ja sagen, es ist ja ohne Absprache halt, ne? Also man reagiert halt auf die Spielsituation, ne? Und ich wurde ja auch ein paar Mal angegriffen, ne? Zwar jetzt nicht so häufig wie Black, aber wir hatten natürlich auch, oh Mann, wie du bist raus, wegen, weil wir halt von zwei Seiten halt angegriffen wurden. Oder halt wegen dem Zwei-Fronten-Krieg. Naja. Das war die Armee von Geomar. Sklaven meines Willens. Ihr gehört jetzt mir. Er hat nur noch seine Helden. Attacke! Du magst es! Ja. Bei mir kommen gleich auf jeden Fall auch noch die Drachen. Kommt, meine Diener! Sie greifen an! Ein riesiger Dämon des Feuers! Du bist schwach! Weg von den Flammen! Zu mir, meine Diener! Schluss mit dem Gebatsche! Das Lager wird angegriffen! Wir haben viel zu tun! Du solltest Saruman da wegziehen. Ja, ist leider schon gefallen. Hä? Da kann ich nichts bauen! Lasst keinen am Leben! Euer Einstellen! Arbeiter! Mach dich nützlich! Was sollt ihr sonst noch bauen? Ihr wisst, was zu tun ist! Schieb der Kalt! Einer der Schmelzhülsen wird angegriffen! Dich nützlich! Weil ihr beide seid euch da am Befeiten und Geomongo lacht sie eines Fäustchen. Ja. Naja, können dem Ganzen halt jetzt mal ein Ende setzen, finde ich. Was hat er denn jetzt noch? Hat er immer noch zwei Festungen? Ja, zwei Festungen hat er immer noch. Ja gut, ich denke, das dürfte es dann aber auch jetzt gleich langsam gewesen sein, hoffentlich. Schickt einen neuen Baumeister! Wenn nicht schlecht, dann können wir noch eine zweite Runde machen. Ja. So, Geo soll jetzt endlich mal angreifen. Was macht Geo da eigentlich jetzt? Er könnte halt Black jetzt locker wegmachen, ne? Ja, die Armee ist groß genug. Er soll jetzt einfach angreifen, oder? Komm schon jetzt. Geht er jetzt auf mich? Hier das ist nicht gut. Ich krieg langsam Hunger. Weiter, weiter. Haltet euer Werkzeug bereit. So, was passiert da jetzt eigentlich? Ihr wisst, was zu tun ist. Nix irgendwie, oder? Kann das sein? Nicht zurückfallen. Geo greift jetzt rein. Jetzt, okay, gut. Na gut. Oh, jetzt kommt, jetzt zieht Black seine Einheit wieder zurück. Was macht er denn da? Das soll halt einfach auf die Festung drauf gehen. Die ist halt so low. Kann ich noch irgendwas machen? Ja, okay, gut, das ist jetzt dort oben, ist auf jeden Fall weg. Das war Festung 1. Ja. Züchten wir Uruk. Das Auge beobachtet uns. Ich
kriegt langsam Hunger. Schneller! Vorwärts! Tja. Bewegung! Das Auge beobachtet uns! Baut! Ruhe des Uruks und ihre Armbrüste sind bereit! Maul halten! Black ist gleich weg. Ja. Ja. Okay. Ja, gut, damit ist unser Team auf Platz 2. Wer hätte es gedacht? Herzlichen Glückwunsch, Leo, das war sehr gut gemacht. Im Prinzip, ich lasse die Folge mal laufen, die ist zwar schon ein bisschen länger, aber ehrlich gesagt sehe ich nicht ein, warum du jetzt den Dü nicht noch beschlagen solltest, weil der war ja auch schon, hast du ja selber gesehen, nicht unangegriffen. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch schon mal von mir. Wie es jetzt ausgeht, werden wir sehen. Ja, gut, ich glaube, ich werde mich einfach nicht wehren. Verlassen will ich, weiß jetzt gar nicht, wenn ich jetzt für Verlassen drücke, bekommt man dann wenigstens die Statistiken, ja, ne? Wobei ich kann mir hier kommen. Ah, ja. Ja, okay. Gut. Das muss es dann auf jeden Fall an der Stelle, ja, gewesen sein. Wir können uns auf jeden Fall trotzdem gerne nochmal jetzt wirklich in den letzten 5 Minuten nochmal ganz kurz auch mal die Statistik mal anschauen, was jetzt Rohstoffe etc. angeht. Ich sehe jetzt aber irgendwie nichts Dramatisches. Hat hier auf jeden Fall einen Sprung gemacht. Hier Einheiten, bla. Eigentlich da auch alles bei Einheiten, alles ganz normal. So, rohstofftechnisch sehe ich jetzt eigentlich auch nichts. Tag. So. Und ja, das also erstmal herzlichen Glückwunsch zum zweiten und herzlichen Glückwunsch natürlich an Gio, der immer noch oben unten rumgondelt an den ersten Platz. Er hat wirklich sehr gut gespielt. Er hat genau das gemacht, was ich eigentlich auch gemacht hätte. Ich war voll überfordert, als dann irgendwann Alex raus war. Als es auf einmal, ja, man sieht ja diesen immensen Gebäudebonus, weil er war der gepusht war, er war der vorne stand. Ich habe ihn zwar nicht mit Rohstoffen gepusht, aber habe ihn da und da und schon unterstützt. Ja, und es war eine heftige Geschichte. Also ich hätte nicht erwartet, dass das so extrem wird und ich gehe mal von aus, wäre Alex noch drin gewesen, hätten wir das vermutlich geschafft. Allerdings habt ihr es genau richtig gemacht. Ihr habt den, der dann am Ende am stärksten war, angegriffen. Das Problem war, ich habe zwar Alex Gebäude alle bekommen, was ich aber erst nach gefühlten 5 Minuten gesehen habe, weil das hatten wir ja noch nicht so. Aber ich konnte halt, sobald die Armee weg war, konnte ich halt keine neue aufbauen, weil ich ja meine eigenen, sagen wir mal, Armeepunkte hatte. Ich habe zwar die Armee bekommen, aber ja, irgendwann war sie weg. Ja, du hast da einige Fehler gemacht, du bist halt wieder viel zu sehr gegen mich gegangen. Aber ging ja nicht anders, du warst direkt neben mir. Wenn ich nicht gegen dich gegangen wäre, hätte ich... Du hast ja wirklich alles dort rausgeballert halt, ne? Du hast dich auf keinen... Falsch, das ist falsch. Das kann Geo sicher bestätigen, dass ich durchaus einiges auf ihn geballert habe. Am Ende dann eben... Ja, wir sind fertig. Dann am Ende halt eben den Balrog. Im Prinzip alles habe ich gegen ihn gesetzt. Und natürlich habe ich einiges gegen dich gesetzt. Ich musste ja auch einiges gegen dich setzen. Was wollte ich denn machen? Ich konnte mich ja nicht einbunkern, weil auch durch das Einbunkern habe ich an allen Ecken verloren. Weil einfach beide Armeen von euch so stark waren. Ich musste euch runterkriegen. Und ich kann nicht über die gesamte Karte laufen, um gegen Geo zu kämpfen. Weil du mir dann in den Rücken gefallen wärst und ich hätte das nicht verteidigen können. Die einzige Möglichkeit, die ich gehabt habe, war wirklich gegen dich vorzugehen, was ja auch eine Weile funktioniert hat, bis dann Gio kam. Der kam dann zufälligerweise genau zu dem Zeitpunkt, wo es eben nicht möglich oder wo ich am verwundbarsten war, weil meine Einheiten teilweise schon niedergebombt waren. Ich nehme an, der hat das durch den Elfenbeinturm gesehen? Jo? Ja. Ja, dachte ich mir. Und, ja, gut. Ja, wie gesagt, ich beende hier an der Stelle mal meine Folge. Mach das. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja. Genau.